Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal um diesen Käsekompressor. Heute von meinem Handy, weil ich die SD-Karte von meiner Kamera nicht finde. Ja, ich habe den Kompressor heute für 100 Euro gekauft. Defekt. Er baut Druck auf, aber schaltet dann nicht mehr ab. Müssen wir mal gucken nachher, woran das liegt. Ich habe schon so eine Idee, aber muss ich noch bestätigen. Jetzt kommen wir kurz zum Kompressor. Das ist der Käser Classic 460-50W, also ein ziemlich leistungsstarkes Modell mit 2,2 kW, 1500 Umdrehungen, also ein ganz so lauter 2005er Baujahr, 10 Bar Druck und nur 460 Liter Ansaugvolumen, ich glaube 300 irgendwas Abgabe. Also nicht übel, kann man mit auf jeden Fall arbeiten für 100 Euro. Das ist echt ein geiles Teil, vor allem für den Zustand. Würde ich sagen, gucke ich mir den nochmal genauer an, dann melde ich mich gleich nochmal. So, ich habe jetzt unten mal hier diese Entwässerungsschraube rausgemacht. Die hat Luft geleckt. Ja, was soll ich sagen? Nach einem kunststoffbeschichteten Innenkäse sieht das jetzt nicht ganz aus, liebe Firma Käse. Soll ich ihn mal hinstellen, ein bisschen Luft durchblasen lassen. Ich schaue, ob Wasser mit rauskommt, aber es sieht sehr trocken aus da drin. Nur etwas Rost. Solange das nicht mehr ist, ist das okay. Also zu dem Stecker sage ich jetzt ja mal nicht so viel. Ne? Ich glaube, das könnt ihr euch selber denken. Was da wo falsch ist, also er pumpt auf, schaltet auch ab, nicht so wie gesagt wurde. Das einzige, was ich jetzt feststellen konnte, ist, dass da unten der Kompressor Luft ablässt am Auslassventil. Schon abgemacht gehabt. Da kam natürlich viel Dreck raus, aber nichts Feuchtes, also nur Luft. Soll ich mal den Stecker hier tauschen, den abschneiden und wegschmeißen, oder einen anderen ran machen. So, ich habe jetzt hier mal schon mal das Kabel abgeschnitten und abisoliert. Soll ich noch löten? Ja, keine Ahnung, löten jetzt halt nicht so rum. Mit dem besten Lötkolben, den es auf der Welt gibt. Hust, der braucht 8 Jahre, bis er aufgeheizt ist. Dann kommt hier einfach so ein gescheiter Gummistecker ran. Der war zwar schon mal. Naja, ganz toll. Der war zwar schon mal wo dran, aber ist so gut wie neu. Ist ein bisschen dreckig, aber das macht ja nichts. Der Kompressor steht sowieso stationär bei mir. Und ich möchte einfach, dass da ein gescheiter Stecker dran ist. Jetzt so ein Mux wie davor. Hier mein Fangeschenk an euch. Unglaublich. So. Keine Art der Endhülsen benutzt. Ja, ja. Und jetzt tut mir den Gefallen, schickt mir bitte kein Wikipedia-Dings über Art der Endhülsen. Es ist auch okay, gerade bei so stationären Sachen, in meinen Augen. Wenn man das verzinnt. Ich brauche dafür sowieso keine VDE-Prüfung oder sowas. Von daher ist es relativ egal. So, da seht ihr jetzt nochmal das wunderschöne Stück. Ja, was soll ich sagen? Es ist bis jetzt einmal frei gelaufen. Hat es schon mindestens 10 Auf- und Abpumpzyklen hinter sich. Hat es alles einmal voll funktioniert. Die Druckmindereinheit habe ich abgebaut. Die hier mit diesem Wasserabscheider. Die ist leider kaputt, da ist hier für diesen Druckregler innen ist so eine Gummidichtung. Aber die ist halt aus Altersgründen kaputt gegangen. Oder vielleicht auch mal zu heiß geworden, wenn man das Gerät mal für große Lackierarbeiten benutzt hat, kann das durchaus mal passieren, dass es da auch heiß wird. Ist auf jeden Fall kaputt, eigentlich schade drum. Aber ihr seht ja auch, das ist alles nicht mehr so wunderbar hübsch. Das ist alles schon etwas hässlich, ich habe es auch schon geputzt. Aber das ist irgendwann ersetzt gegen eine neue mit Druckregler und Wasserabscheider und vielleicht auch Öler, weil für viele Werkzeuge wie zum Beispiel Schlagschrauber und gerade auch diesen Druckluftdremel, kein normaler Dremel, ist ein Druckluftdremel, hat etwas mehr Leistung und dreht höher. Ja, muss doch wieder anschalten. Sie hört sind die Box im Hintergrund. Ich dachte, ich kann es jetzt ausmachen, aber die eine steht drüben, die andere steht hier und da kommen wir jetzt dran. Also lasse ich so.
Was man jetzt noch machen sollte, wenn man einen Ölwechsel, sind nicht mehr allzu viel und das sieht auch nicht mehr so schön aus. Das sollte man sowieso machen, wenn man was gebraucht gekauft hat, damit man einfach weiß, was drin ist. Ich habe ihn noch mal ein bisschen geputzt. Da geht auf jeden Fall noch was vom Putzen. Aber das sieht schon mal viel besser aus wie davor. Sieht schon geil aus für 100 Euro. Jetzt auch mit dem gescheiten Stecker dran. Also kein Murks mehr. Jetzt was Gescheites. So, wie man vielleicht sieht, ist jetzt ein bisschen später. Ich habe jetzt hier den Druckminderer mit Wasserabscheider, Ölabscheider von meinem Schneiderkompressor mal abgemacht und so eine Kupplung dran gemacht, damit man einfach wechseln kann. Damit man hier halt auch trockene Druckluft hat und auch Druck geregelt. Weil der Kompressor geht ja bis 10 Bar hoch. Aber jetzt gerade so bei Druckluftschlagschrauber oder anderen Werkzeugen ist das halt nicht so toll, wenn die zu viel Druck haben. Das schadet denen auch. Ist auf 6 Bar eingestellt. Das ist eigentlich 6,5 Bar eingestellt. Das ist eigentlich so ganz okay. Das ist so durchschnittlich. Ich glaube, mein Schlagschrauber braucht 6,5 und so. Der Rest, da steht auch überall irgendwas um die 6 rum drauf. Dann passt es schon so grob. Ja, man sieht, ich habe noch ein bisschen sauber gemacht. Da ist noch nicht so, aber er kommt dann später noch hier rein. Ich habe da gerade nur mal einen Schlauch gelegt, der da reingeht. Weil da ist noch kein Platz, ich muss erst noch die Räder abmontieren. Weil der von der Höhe hier, durch diesen kleinen Hubbel hier, ist der oben ziemlich hoch und passt dann da nicht rein. Das geht dann aus der Kiste hier hoch, zack, 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 zu dem Verteiler. Hier hängt dann ein Spiralschlauch dran. Und dann geht es weiter mit dem blauen Schlauch. Der kommt dann letztendlich hier an. Hier ist dann noch so ein Druckluftverteiler, so ein Druckluftverteiler. Aber hier einen dicken Schlauch. Für einen Schlagschrauber und so einen dünnen für eine Ausblaspistole, wobei ich jetzt auch gerade an dem dicken einfach die Pistole dran habe, weil die ist dann ja hier direkt am Tor. Weil zum Beispiel hier für meine Kawasaki brauche ich ja auch immer wieder Druckluft, das ist ganz praktisch. Jetzt würde ich sagen, lassen wir nochmal Luft ab und lassen ihn aufpumpen. Das zeige ich euch jetzt. Mal kurz Stopp und dann gucke ich bis ganz kurz vorher, damit ihr den Lärm nicht ertragen müsst. Ich habe den hier halt ausgeschalten gehabt. Dann hört ihr, wenn der Kompressor einschaltet, dann macht ihr so ein Klackgeräusch, das ist von diesem Umschalter. Ja, das ist eigentlich soweit alles ganz gut. Der Kompressor schaltet bei 7 Bar ein und geht bis 10 Bar. Also haben wir hier auf jeden Fall die ganze Zeit konstant unsere 6,5 Bar. Das ist natürlich dann schon sehr praktisch, das mit dem Schalter funktioniert alles. Ich weiß nicht, was der Verkäufer da mit gemeint hat, ob er dann doch den Stecker gemeint hat. Ja, so muss ich eigentlich halten. Den Stecker gemeint hat oder, ich weiß nicht, vielleicht ist durch die Fahrt, hat sich selbst repariert. Jetzt habe ich den Kompressor ja sowieso öfters in Benutzung. Sehe ich ja, ob es ab und zu Aussetzer gibt. Dafür hat es ja dann ein Überdruckventil, das auslöst, wenn man Überdruck am Kompressor hat. Sagen jetzt, lass mal kurz auf 10 Bar aufpumpen. Lasse ich euch schon dran, das geht ja relativ schnell. Sprechen wir gleich wieder. Ja, und da muss man natürlich sagen, das funktioniert echt gut. Der pumpt sehr, sehr schnell auf für den 50 Liter Kessel. Der ist 0, nix auf seinen, ja, eigentlich sind es 10 Bar. Das Manometer, was hier drauf ist, das stimmt nicht ganz. So grob im Ganzen sind es 10 Bar. Wir sind ja noch auf Werkseinstellungen der Schalter. Ich habe da nichts verstellt. So wie das aussieht, hat er davor auch noch keiner dran umgeschraubt. Müsste das alles passen. Sehen, der Druckminderer bleibt natürlich gleich vom Druck. Das ist ja so ziemlich das Schöne. Ein ganz kleines bisschen ist jetzt oben weiter drüber. Aber das kann auch sein, dass das gleich runtergeht. Wenn ich kurz mal hier.
Ja, jetzt ist wieder runtergegangen, das ist dann halt vom Ausschalten oder ich weiß nicht warum genau. Also, wunderschönen Kompressor für 100 Euro. Wenn er nochmal scharf wird.